Na Leute, da sind wir wieder am Feuer, zurück in der Zone. Schön, dass ihr auch am Start seid. Ist natürlich wie immer wieder Nebel aufgezogen. Kurz noch meine Aufnahme für den Zugang, für das Zugangsvideo. Direkt wieder husten. Ich habe eben schon fast eine Stunde gespielt, ich habe nicht immer gehustet, aber jetzt geht's los. So, Leute. Ich habe den Professor schon bezahlt für unseren Psi-Schutzhelm. Der braucht natürlich noch ein bisschen. Und jetzt habe ich in der Fabrikanlage die Aufgabe, einen Mutanten mit einem Betäubungspfeil zu treffen. Ich weiß, das hatten wir irgendwann schon mal. Ich glaube nicht bei Gamma. Ich weiß gar nicht. Oder vielleicht doch. Bin mir unsicher. Aber ich habe das noch nie gemacht. Deswegen will ich das ausprobieren mit euch. Deshalb machen wir uns da auf den Weg hin. Ich denke nicht, dass es was vollkommen Neues sein wird. Da steht, für die Leute ist es halt unbekannter Mutant und die wollen ihn untersuchen. Ach kacke, da kommen wir ja gar nicht rein. Oh, ist das ein Dreck, ey. Ja, muss ich hier erst ewig die Tage verpennen. Vielleicht kann ich dem ja trotzdem eine aufpelzen. Vielleicht geht's ja. So richtig schlimm ist er, glaube ich, nur am Gebäude direkt. Ich nehme mir mal noch die Schrotflinte zur Hand. So, wir machen mal ein Save. Ah, scheiße, das ist ein Tor. Wurzelt mir hier schon das Hirn weg. Mann, ey. Da willst du dir die Zeit vertreiben und du darfst nicht. Kann nicht sein. Dann müssen wir uns die Zeit hier halt noch ein bisschen anders vertreiben. Oh. Hat natürlich einen anderen Bums, ja. Den gibst du jetzt zweimal. Wind of Freedom. Oh, noch ein Guide, den wir nicht gelesen haben. Aber ist da natürlich keine schrumpfenden Munition bei. Also keine, die ich brauche. Ich vertreibe mir mal noch ein bisschen die Zeit, indem ich Banditencamps angreife. Das war jetzt sehr entspannt. Das ist effizient. Er hat meinen Kampf dabei. Und ich kann dadurch Knoten basteln. Ja, das ist ein gutes Rezept. Und Leute, ich versuche mir mal noch. Ich schlag mir noch kurz durch die Sümpfe, guck mir hier noch ein bisschen was an. Und ja, dann schlage ich mir die Nacht im Camp um die Ohren und dann hoffe ich, dass der Professor bereit ist. Bis gleich. Stefan, Shifter, alter Kollege. Du hast doch ein paar Rubel bei mir offen.
Also ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Janta. Schon ein bisschen rausgekommen. Jetzt haben wir hier irgendwo noch das Versteck in der Kiste. Oh, Kohle ist okay. Ah, dreimal Thunfisch. Wow. Das wird eine Mahlzeit. So, und da hinten sollen wir noch Mutanten erschießen. Ah, Hunde. Just Hunde. Ja, vielleicht ja nicht so schlau, die aufzuscheuchen. Ja gut, ich habe gedacht, da treffen wir mal unseren ersten Blutsauger oder sowas. Na gut, dann sind es eben nur Hunde, ist auch in Ordnung. Hatte ich den Eintrag noch nicht. Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte eigentlich noch einen Schnabel irgendwie mal kriegen. Und da wird auch ab und zu nachgefragt. Und so, ihr kleinen Wauzis, kommt mal her. Papa hat Rosinen mitgebracht. Oh, hört ihr das? Nein. Nicht hier draußen. Oh, wenn der zwischen den Bäumen ist, dann sehen wir richtig alt aus. Ihr kennt das ja, der spottet uns. Kurzer Blutungscheck. Ich weiß nicht, ob das zu den Geräuschen dazu gehört. Es hört sich hier irgendwie so an. Andererseits ist die Quest auch noch nicht gelöst. Also als echter Stalker, ich würde so auf Distanz gehen. Und versuchen den erstmal nur zu sichten. Aber in so ein bisschen, ja. Ist das noch offen? Soll ich mal eine Granate reinschmeißen? Kommt doch von überall. Da. Ein Hund.
macht der? Was ist da hin? Der gehört bestimmt zu der Aufgabe. Jetzt. Ah, gut. Aber der hätte uns auch schon lange fertig gemacht, wenn hier wirklich einer gewesen wäre. Aber eine Doppellebe eingesackt. So, jetzt geht's nach Janta. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ja, wir haben den Helm bekommen. Ich hab Pellegrin, oder wie er heißt. Der Mechaniker beim Labor habe ich alle Werkzeugsets verkauft. Und ich habe uns eine AK frisch gemacht. Die habe ich noch gefunden. Wir haben uns ja verabschiedet in der Sümpfe das letzte Mal. Und in dem Zug, in diesem verunglückten Zug mit der Anomalie auf der Schiene, war noch ein Versteck. Und da war diese Custom drinne, das Custom AK, da habe ich gedacht, ey, perfekt. Und für die, ich habe noch ein anderes Modell in meinen Verstecken, habe ich ganz vergessen, hatte ich da auch noch zu liegen. Und die war auch interessant, aber letztendlich habe ich mich dann für die alte Version entschieden, weil die einen Granatwerfer mitbringt. Oh fuck. Wo ist dein Kollege? Boah. Schreck bekommen. Hat ihn erwischt. Schwer zu sagen mit den ganzen Büschen. Ey, das hier. Oh. Renegades rumrennen. Was? Pavlua Boss-Eyed. Ich hab, glaube ich, den Stalker mit den krassesten Namen erschossen. Ey, das ist schön gerade. Ey, wie lange ich in Stalker schon keine normale AK mehr abgefeuert habe. Das ist ein Spiel. Aber das fühlt sich auch hier immer wieder krass an. Richtig gut. Weil ich so selten automatische Gewehre in Spielen in der Hand habe. Oh, der bringt so richtig was zu naschen mit. Ja, sehr gut. So, wo ist der Rest von euch? Die haben mich echt überrascht gerade. Einer liegt hier vorne. Aber ah, das finde ich mal anstrengend. Ich hätte schon gerne eine kleine Minimap. Oh, ist mit Zigarre hier und Mosi unterwegs. Geiler Typ. Oh, sehr schön. Eine Beretta Alternate. Ist, glaube ich, italienisches Fabrikat, ne? Hatten wir das schon mal? Ah, geil. Ah, geil. So. Kurz noch entladen, bisschen abdroppen. Oh. Bringt der feine Herr mir vielleicht mal ein Scope mit? Nee, hä? Oh, das wäre jetzt auch zu gut gewesen. Er war standardmäßig eins drauf, aber das war mir persönlich zu doll. Also vierfacher Zoom ist immer schon ganz schön krass, dafür, dass ich das im Nahkampf nutzen will eigentlich. Oh, Zombies. Zomboizos. Komm her, Kollege. Ich hoffe, du hast viele Hände bei. Ja? Ja.
Nur Rublis. Oh, jetzt geht dieser Mist mit dem Phantom wieder los, ne? Okay. Ich muss dran denken, wenn wir jetzt reingehen, dass wir an dieses... an den Mutanten denken, den wir nur betäuben sollen. Wo rennen die so jetzt hin? Oh nein, das war das Tier? Warum ist denn der jetzt hier hinten? Warte, warte. Nee, nee. Das geht nicht. Und du? Was heißt denn updated, Freunde? Oh, er hat Rosinen mitgebracht. Oh, und ein Paket. Hat der Zombie eine Waffe? Rennt ihr hier auch schon bewaffnet rum, Freunde? 4, 5 Granatwerfer. Granaten. Buckshot, Diablos, Cartridges. Und den Grid hier. Naja, 4 Kilo mehr Tragegewicht. Ein schöner Fund. Sind die neuen Atmospheric Sound. Okay, jetzt nochmal, ja. Ich finde diese Snorks, die bringen einfach viel zu viel Schadensresistenz mit oder sind einfach... Ich weiß nicht, das ist ganz komisch gegen die zu kämpfen. Wartet er jetzt da weiter? Alter! Ich kann zwischendurch nicht feuern! Macht er jetzt da oben? Alter! Jetzt ist doch mal gut, Mann! Vor allem ist der Zombie die Leiter hochgeklettert? Er bringt ein G3 mit. Das ist ja ein Kollege. Alter. Das ist ein krasser Typ. Er hat ein G3 bei, Leute.
Das ist Liebe halt. Das müssen wir frisch machen. Weil das die erste Waffe ist, die ich in meinem Leben jemals abgefeuert habe. Das ist ein bisschen so wie das erste Kuscheltier ewig aufzuheben oder so. Oh. So, jetzt bricht hier unten nur noch die Hölle los. Oh. Das ist Erlösung. Das ist alles Erlösung. Mann, verrecke. Okay. Kurz was einwerfen, was ein bisschen heilt. Und dann werden wir da unten eine Öffnung starten. Mit einer Granate, denke ich, weil da unten, da wird ja noch viel mehr Kruppzeug rumrennen. Kruppzeug ist gar kein Ausdruck! Oh. Lauf, Junge! Guck mal, da hinten kommen sie. Aber... haben wir noch einen Moment Zeit, bis die da sind. Oh, wir packen hier noch Spaß hin. Nette Kollegen habt ihr zum Schluss. Ja, 100%. Das ist ja nett. Also von der Mod her einfach zu sagen, ey, wenn du das ganze Zeit nicht auf die Kette gekriegt hast, dir eine Schrotflinte hier mit herzunehmen, dann kommt jetzt die ultimative Unterstützung. Die können wir ja wenigstens verkaufen. Ach, das sind richtige Zombies. Oh, oh, oh. Oh, ich hab nicht mal gedrückt. Ja, kommt noch mehr. Machen wir unser Licht aus. Okay. Das haben wir. Wie hieß er? Atemcleaner. Endlich einer, der besser atmen lässt. Guck mal, da geht FN Pfahl. Sieht genauso aus wie die G3. Habe ich aber auch schon mal von gehört. Ach, Mann, dass ich schon wieder so viel Zeug bei habe. Den Suppressor müssten wir bei uns raufpacken können. Eigentlich. Wo ist er gelandet? Da. Aber guck mal, was der hier mitschleppt. Da war noch ein Suppressor drauf. Naja, ist egal. Oh, fuck off.
schwer, bin ich verwundet. Scheiße. Die stehen am Tor rum, ja? Dass sie da echt festhängen. Ich muss mal die andere ausprobieren, weil das hier ist kacke. Weil die hängt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht, anders erklären. Könnt ihr jetzt bitte verrecken? Das ist doch lächerlich. Wie oft ich schon verreckt wäre, wenn die diese Phantome mir was ausmachen würden. Es ist Wahnsinn. Boah, Leute, könnte mal aufhören. Aber es ist halt auch fernab von allem. Ach, die Dinger wegstecken. Also, das ist nicht normal. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es in der Entwicklung ist. Ist aber Bug ausgewählt, ne? Ja. Gibt's ja noch ein bisschen Nachschub hier. Boah. Oh, die hat's richtig zerrissen. Ein Suppressor auf der Schrotflinte. Mal Medikit. Muss uns erstmal kurz versorgen hier. Schwer verwundet. Überladen und hungrig. Wie man uns eigentlich so kennt. Granaten geht noch. So, ich hab Chili-Bohnen heute. Mit Sprudelwasser hinterher. Und dann kann ich hier die Fliesen erstmal hinter mir schön dekorieren. Hier. Was, Alter? Ihr könnt euch hier nicht einfach einen Anzug hinpacken? Der kann 14 Kilo mehr mit dem tragen. Aber der wiegt ja doch massiv. Aber unser wiegt nur 5. So, was? Boah, Kollege. Mann, ich will da nicht ran. Ich hasse euch.
Mann, ey. Ja, aber muss ich hier ausgerüstet haben, ja? In Ordnung, Boy. Füße. Ach man, ey. Ich möchte jetzt hier nicht alles wegschmeißen. Was ist denn das für ein Kack, ey? Schnocki kommt hier bestimmt ohne Gläser hochgeglitten. Warum hat man hier eigentlich keinen Counter mehr? Ach, der ist los, wenn ich jetzt am Schalter ziehe, ne? Jetzt wird's laut. Dein Ernst, Mann? Nochmal einen Knoten, weil hier die Hölle los ist. Man. Ah, okay. Oh, Alter. Yeah, I know. Da! Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, das ist nicht gut. Stimpack. Stimp. Morphine. Gerade die Sturmwallarmee angeschnorchelt hat. Einfach nur der Atem, der haut den aus den Socken.
der andere. Habe ich den erwischt? Guck mal, ich hab's ja eh erwischt mit der Granate. So, ich mach mal hier den Matze-Trick. Jetzt kommen hier noch mehr hässliche Affen. Da wandelt was. Ein Zombie. Aber wir kriegen gleich Besuch. Guck mal, da werden Burai kommen und Snork haben wir beide erwischt. Dank Matzes. Oh fuck, Bombentrick. Scheiße. Ja, eine Optik wäre schon nice. Muss ja nicht viel sein, ne? Immer nur so ein bisschen. Oh, oh! So ein Arsch! Aber dass er jetzt nicht herkommt, nervt mich. Weil er hält sich noch richtig tapfer am Geländer fest hier. Ja, der Trick war ja eigentlich für den Telepathen gedacht, ne? Ja, ich wusste, er hat nichts bei. Ich wusste, dass er erste Mut hat. Nein, nein. Ja, ich weiß. Fuck, ich kann mich nicht bewegen. So, wie gehen wir mit dem Kollegen um? So am besten, oder? Verarscht er mich? Schwuchtel. Oh, guck mal, ich krieg eine Nachricht von mir. Sending the coordinates. Excellent job. One of my teams right now. Geil. Ach, den, das ist ja cool, dass er den in die Jagd haben möchte. Den bringt man ja sonst immer nur einfach nur um. Weil, nice to have und steht im Weg. Oh, guck mal, hier liegt so der Dings jetzt.
Oh, cool, ein Controller Scalp. Stand da gerade ein. Oh, den haben wir so doppelt gekriegt. Stand da sogar 100%? Ah, stimmt nicht ganz, hä? Ich möchte die Anzahl sehen. Ah, unser bisschen mehr Schutz. Ja, macht einfach Sinn. Und es heilt hinterher schneller, wenn man betroffen ist. Ich meine, gefühlt ist es ja aktuell egal. Ich habe ja alles abbekommen. Aber auf jeden Fall haben wir den schön versorgt. War erstklassig von uns. Leva Ryasansky. Oh. Oh. Er trägt hier ein Biest durch die Gegend. Aber ich kann ihn noch mehr mitnehmen. Mal gucken, wie wir mit dem Pseudogigant hier umspringen. Was liegst du denn hier rum? Jurik Cross. Er bringt Geld und unnütze Sachen mit. Ich ja noch einer. Schnell mal einen Europa-Kekse verhaften. Leute, damit habe ich, ich find's gut. Ich find's gut. Das ist überraschend. Ah. Oh. Aber ich habe den eigentlich gut erwischt. Den einmal frontal getroffen, einmal komplett in den Rücken, aber er hat nicht mal gehumpelt. Erwischt. Er hat mich wirklich erwischt. Oh, der sieht ja geil aus. Das ist ein richtig geiles Modell. Wow. Ja, ich sollte mir mal meine Granaten aufheben für den großen Kollegen hier unten. Erste Mal, dass ich wieder sehe, dass hier die Anomalie so ein bisschen funktioniert. Warum habe ich hier eigentlich... Wir haben ja sogar Nachtsicht eigentlich. Das war jetzt nicht schön. Aber wir hätten sie. Unser Leben geht. Also wir sind sowieso noch eben treffertot. Das ist cool, dass es anders ist. Dass man nicht weiß, was auf einen lauert.
Mann, Leute, man kann doch nicht sagen, ich habe scheiße reagiert, oder? Sind wir jetzt schon hier? Ich glaube schon, ne? Das war noch ein Blutsauger. Oh. Leckeres Fleisch. Oh, unten. Warte mal. Habe ich den aus Versehen erwischt mit dem Fass? Als ich gedacht habe, ich schieße auf ihn? Ah, Leute, gib mir die Teile. Was ist das übel hier unten? Ich blut immer noch wie eine Sau. Ah, ich nehme. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht so schlau. Oh. Jetzt wird der Effekt überschrieben. Das ist auch brillant. Schon los jetzt. Oh ja, er humpelt dadurch schon. Er ist gestorben. Der ist einfach direkt umgefallen. Echt jetzt? Der Feuer ist ja süß. Und deswegen, ich finde, die sind übel überpowered, die Gewehrgranaten. Das hat echt krassen Bums. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man eigentlich drauf gehen. Er kommt bestimmt hier, hier wo immer sonst der letzte Schnorkel rumhängt. Doch nicht? Ratten. Ihr seid ja fast kollegial. Leute, passt auf euch auf hier unten. Oh, das ist nett, die Ratte schiebt mir hoch. Wisst ihr, endlich kriegt man mal Hilfe. Danke. Da ist er. Das ist ja cool. Ja. Einfach nur nach Hause. Die KS abgeben, ja. Unsere andere Schrotflinte wegpacken. Die erstmal wegpacken, bis sie frisch gemacht werden kann. Oh, und Schrott verkaufen. Und jetzt haben wir quasi alles, was uns an Mutanten gefehlt hat. Bis auf eine Chimäre haben wir auch schon abgeknallt.
Haben wir jetzt alles gesehen in einem Labor. Und einen Haufen Pelze erhalten. Oh ja, keine Nachtschicht hier. So Leute, lasst uns unseren Triumph abgeben. Ja, hallo, hallo. Ich verkaufe euch gleich mein Zeug. Oh, das hier rüber, das hier rüber. Dann ist das doch schon ein bisschen entspannter. Alles habe ich hier. Das habe ich geschafft. Das kannst du wieder haben. Deine Flinte kannst du wieder haben. Oh, ganz vergessen. 750. Dann hat er sie bestimmt den besseren genommen. Alte Dokumente, stimmt, haben wir auch noch gefunden. Für 11.000 Rubel. Das ist gut. Guck mal, er will Tracking Device aus X16. Kann man nochmal renieren? Knoten können wir ihm noch verkaufen für 3000. Nochmal so ein Modul. Er kann das Ding haben. Jetzt ein Schnorkel. Das ist ein Maskenteil der Füße. Ich brauche, glaube ich, 5. Ah, das andere ist eigentlich geiles Zeug. Das verkauft man nicht einfach so. Knusprig. Na gut, Leute. Ich setze mir draußen an Feuer, verkauft den Jungs noch ein bisschen Zeug. Die Folge war ja dann so ein bisschen ungeschnittener als sonst. Aber ich glaube, ganz cool, das Labor am Stück gemacht. War eine coole. Sonst kommst du auch nicht, wenn ich hier hinten stehe. Nee, geh. War eine coole neue Erfahrung, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Aufstieg eines Stalkers. Er kann sich aussuchen, wenn die Kopflampe an seiner Stirn erscheint. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mm-m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 m